So, du alte Kackblume, dich mache ich mal gleich zu Senf. So. So. Eisen. Du kleine Drecksau, wo bist du? Da. Ich hau dich mal direkt auf den Grill. Und den 64er Kohlestack, den tue ich erstmal wieder hier. Da. Hier in die Grützkiste tue ich da erstmal rein, die wir später noch aussortieren werden. Rote Wolle kommt dann erstmal in diese Grützkiste hier. Da mache ich noch eine Wollekiste hier, ne? Ja, da kommt noch eine Wollekiste hin. Pass mal auf, ich mach mal Folgendes. Haben wir dann das Schild noch da drin? Da haben wir's. So, die Karte brauchen wir unter Tage eigentlich gar nicht. So, hier kommen die Cleanies rein. Hier haben wir die... Da ist Holz. Links ist... Ach, ich nenne das Gravel jetzt, oder? Pass mal auf. Gravel. Und dann rechts war Holz, ne? So. Eigentlich reichen diese Pfeile. Egal, jetzt habe ich die halt verschieden da stehen. Ist jetzt auch erstmal Wurst. Und jetzt würde ich sagen, Wolle, machen wir da mal hier rein. Wolle. Da hat man doch Holz. So, das Holz kommt zu dem Holz. Wunderbar. Und jetzt kommt hier die Wolle rein. Tralala. Wo haben wir sie denn? Die Light Grey. Dark, die Normal Grey. Black Wool. Dann würde ich sagen Pink. Dann Rot. Und dann Braun. Können wir das eigentlich auch so vielleicht? So, das wird nicht hinkommen, ne? Nee, leider nicht. Naja, komm, dann ist auch egal. Machen wir es wieder so, so und so. Und dann zählen wir eben nach unten runter. Pass auch. Gravel können wir hier auch mal reinschmeißen. Zack. Cobblestones haben wir hier wieder 64 Stück für die Kiste. Und wir brauchen auf jeden Fall noch Spitzhacken. Da nehme ich mal Eisenspitzhacken, weil Stein bringt uns da nicht sonderlich viel. Zack, zack. Mache ich mal gleich zwei. 1, 2, 3. So, eine Spitzhacke und die nächste Spitzhacke. So. Pfeile haben wir auch noch ein paar. Ich müsste eigentlich auch das Gravel im Erdreich, also in der Höhle, abbauen. Einfach, damit wir da genug Krempel beisammen kriegen für Pfeile. Das wäre auch noch was. Habe ich so noch nicht dran gedacht bisher. So, jetzt die Karte könnte ich eigentlich auch hier lassen. Naja, Wurst, wie sieht's aus? 15 Silber. Das ist ja schon mal was. Da können wir uns jetzt auch mal ganz schnell hier nochmal den hier machen. La 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 la. So, da haben wir unseren Brustpanzer und den legen wir natürlich auch gleich mal an. Zack. Ja, sieht schon spitze aus. So, jetzt sind wir komplett aufgerüstet. Und mit dem restlichen Silber könnten wir uns theoretisch noch weitere Tools machen oder wir sparen das später für Gleise. Ich weiß gar nicht, ob wir hier Gleise bauen werden. Ich bin mir unsicher. So, hier oben ist zu. Ja, nee, da ist gar nicht. Ach, da ist gar nicht zu. Ich würde sagen, den Rest des Tages verbringen wir nochmal hier. Dann können wir das Eis nochmal restlos durchkloppen. Und den Tag hier verbringen, da können wir uns vielleicht mal ganz schnell Bücherregale zaubern, oder? Dann haben wir das zumindest auch mal gemacht. So nebenbei, machen wir nebenbei einfach eure Wünsche aus der Umfrage und so. Dann können wir die vielleicht allesamt mal nach und nach erfüllen, parallel zu dem, was auf den ersten Plätzen steht. So und so. Ne, nicht das 20er Stack, sondern, na, jetzt hier auch nicht die Mütze, sondern hier und hier. Schön Bücherseiten. Da werden wir einige von brauchen. Machen wir das gleich mal so. Lalalala. Lalalala. So, da haben wir die Stacks voll. Das ist ja auch wunderbar. Und die 64er, dann mach ich mal so. Und dann basteln wir uns das Buch gleich mal da unten hin. Lal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 
Na, das ist ja eine super Tagesplaylist übrigens, wollte ich mal sagen. Wo ist denn jetzt... Ach, der Player ist jetzt im Hintergrund. Naja, egal. So, machen wir mal so. La, 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 la. Ich weiß, wir brauchen Holz, aber dann haue ich mir halt notfalls das andere Holz dann auch irgendwie von längs nach quer. So, 6 Dinger ist jetzt nicht wirklich viel. So, und hier und dort und so, und das reicht jetzt leider nicht mehr. Plopp, plopp. 40 Bücher haben wir noch übrig. Na, wie das passieren konnte. So, hier kann ich jetzt leider nichts direkt in die Wand zimmern. Das heißt, Sekunde, wie machen wir das am besten? Da kommt der andere Raum. Mit Bücherregalen ist das immer so eine Sache, weil die ja leider nicht mehr wieder abgebaut werden können. Das sind sehr dicke Ressourcenfresser. Das heißt, wir müssen mit denen ganz vorsichtig sein, wenn ich die jetzt hier einfach so hinhaue. So, hier so zum Beispiel und hier so. Und dann hier und hier und hier und hier. Und hier und hier. Dann sieht das jetzt nicht so pralle aus, aber naja. Hier machen wir dann noch so eine kleine Sofaecke wieder rein. Hier am besten noch mit Regalen, die drüber gehen oder sowas. Ich weiß es noch nicht genau. Und dann passt das schon irgendwie. Jetzt haben wir hier erstmal schön Bücherregale. Dann haben wir hier unsere Bibliothek. Und hier haben wir eine kleine Leseecke. Da kann man sich den Schmöker dann rüberholen, die aktuellen. Wenn man auf einer einsamen Insel ist, muss man ja irgendwie seine Zeit vertrödeln, ne? Wisst ihr ja auch. Neulich, als ihr auch auf einsamen Inseln wart. So, 23 Silber haben wir jetzt schön in der Tasche. 23 Eisen. Ja, meine Fresse, ist doch scheißegal, ob es Silber oder Eisen ist. Silbereisen. 23 Florian Silbereisen haben wir jetzt auf Tasche. Nenne ich die jetzt eben Silbereisen. Kann sich auch aufregen, was ist das? Scheiße. So, 17 Pumpkins haben wir. Da könnte ich ja theoretisch... Ach doch, ist ja noch das gleiche Texturenpack. Da gönne ich mir mal wieder den Spaß. Ach. Nein. 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 Verdammt. Nein. Das wollte ich jetzt eigentlich auch nicht machen. Ach, super. Egal, komm, ich schmeiß die wieder zurück in die Kiste. Ist doch jetzt auch egal. Sand, Mossstone, was haben wir hier noch? Tralala und tralala. Ach, die Pfeile könnte ich ja auch mal alle mitnehmen, übrigens. Nur mal so angemerkt, wäre vielleicht eine Idee. Und ansonsten... Eier brauchen wir nicht. Milch wäre interessant. Bone Meal brauchen wir momentan nicht. Was wir brauchen... sind Eimer. Ein Lava-Eimer haben wir da oben schon. Das heißt, ich mache mir jetzt nochmal hier, hier, hier und hier, hier, hier. Wie viel Eimer brauchen wir denn da? So viel wie möglich eigentlich, ne? Ein Lava-Eimer habe ich. Das heißt, ich mache hier erstmal 3 Eimer. So, so und so. Die nehme ich dann erstmal mit. Was ich nicht mitnehme, ist natürlich sowas hier wie L'Heure de Sucre. Das kann ich ja mal hier lassen. Zack. Holz brauche ich auf jeden Fall, aber da werde ich mehr Holz brauchen als die paar pieseligen Dinger. Das heißt, ich hole mir hier nochmal ein bisschen was und dann klatschen wir uns hier mal ein bisschen was zusammen. So, und dann hier, du kommst weg. Den anderen Helm kann ich eigentlich auch hier lassen. Den werden wir wahrscheinlich eh nicht brauchen. Schmeiß ich mal in die Grabbelkiste rein hier. Und da wird es auch schon wieder Nacht. Okay, die Bücher schmeiße ich auch mal hier rein. Und jetzt sind wir eigentlich soweit gut gerüstet für eine kleine Expedition. Ich hoffe, ich habe nicht wieder was vergessen. Mit dem Holz können wir uns hier unten alles Nötige bauen, hoffe ich. Aber trotzdem gehe ich jetzt erstmal pennen bis zum neuen Tag. Und dann werden wir uns in eine Höhlenexpedition begeben. Teil 2 sozusagen. So, kleine Aufnahmepause. Wir sehen uns gleich wieder. Gute Nacht. Ja, 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 ja. So, und da geht es auch schon wieder weiter in der nächsten Aufnahme mit Minnekraft. Und jetzt ist die Frage natürlich, wo waren wir, was haben wir getan? Wir waren in der Höhle und wollten in jene auch wieder... Ach, das mit dem Morgenstern sieht ja lustig aus. Hallo, hallo. Wir wollten auch wieder in jene hinabsteigen. Und wir wollten wahrscheinlich auch mal die Musik ein bisschen leiser machen. So.
Wir haben Scharnitzel dabei und ich habe mich gefragt, ob es nicht vielleicht eine effizientere Art gibt, sich zu ernähren da unten, weil die Schnitzel immer so ewig viel Kappes einnehmen, so ewig viel Inventarplätze. Und da wollte ich mal schauen. Schau, wo haben wir es denn? 35 Wheat nehme ich einfach mal mit. Und statt dem Holz könnte man auch lieber, statt Wooden Planks könnte man auch normales Holz mitnehmen. Das ist auf jeden Fall wesentlich praktischer. Ich lasse die 15 mal hier zu Hause, die 64 nehme ich mit, weil so viel brauchen wir da auch nicht. Und ich probiere mal Folgendes. Ich lasse mal die Schnitzel hier im Heime. Damit wir einfach ein bisschen mehr Platz in der Tasche frei haben. Den Kompass brauche ich theoretisch auch nicht. Die Map kann nicht schaden. Also den Kompass, weil der zeigt ja nur woanders hin, dass... Heißt also, dass wir den nicht zwingend brauchen. Erstmal, ich packe den mal in die Plunderkiste. Und dann nehmen wir halt mal die Map mit. Die, ja, wesentlich praktischer ist. Jetzt haben wir eine Spitzhacke hier. Wir haben aber Eisen dabei. Schaufeln haben wir auch noch eine kaputte und eine dabei. Axt habe ich nur mal so, einfach so aus Prinzip mit dabei. Und theoretisch, wenn ich jetzt nichts vergessen habe, dann könnte man also eigentlich wieder... dorthin über, wo die Heide blüht und wo uns gleich natürlich schreckliches Ungemach droht. Wo uns so manches Übel dreut. Die Musik ist natürlich jetzt noch sehr lustig, aber... Ach, das ist doch wohl nicht wahr. Ach, du Heilige. Da würde ich jetzt natürlich auch nochmal gerne runter. Ach ja, guck mal, wir haben ja Schaufel dabei. Da können wir hier mal eben zack, zack. Ja, das ist ja auch wieder geil. Alter Schawutzki, was ist denn das hier für eine abgefahrene Map, bitte? So, da haben wir die erste Schaufel auch schon zerlegt. Das heißt, wir nehmen gleich die nächste mit in petto hier. Und jetzt mal gucken, wie können wir uns denn da eventuell runtergraben? Ist das überhaupt möglich auf der Höhe oder... Ich höre übrigens bis hier schon wieder ein Skelett. Und ich habe ein bisschen die Befürchtung, wenn ich jetzt das da mache. Genau die Befürchtung hatte ich nämlich. Das heißt, pass mal auf, wir gehen hier mal ein bisschen runter. So, la 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 la. Machen wir uns hier einen schönen Einstieg, würde ich sagen. Hehehehe. Und, ich habe so die Vermutung, Herr Skelettmann wird nicht sonderlich erfreut sein darüber, dass wir hier in die Höhle reinschlawenzeln. So, lalalala. Machen wir uns hier mal einen schönen Treppenabstieg. Dann können wir später auch Freunde einladen hier in unsere kleine Mietbude. Und je mehr ich hier baue, ach Gott, ist das tief. Alter Schwede. Scheiße. Ja, so viel zum Thema. Wir nehmen auf jeden Fall Fackeln mit. Nicht Fackeln mit, sondern Leitern mit. So, lalalala. Wir haben, ach, wir haben gar nicht mehr so viel Sand. Ich wollte gerade sagen, wir haben noch genug Sand. Aber dann nehmen wir hier mal schön mit. Und hier auch, kann ja nicht schaden. So, ach, da müssen wir hier natürlich, jetzt fliegt hier übrigens schon wieder ein Viech während der Aufnahme rum. Was ist denn das hier in letzter Zeit? So, machen wir hier mal so einen richtigen schönen Abstieg. Das Abenteuer führt uns in die Mine. In die tiefe Dunkelheit, die unnachgiebig schon manchen Helden verschlang. Und nie wieder ans Tageslicht entließ. So mancher Schatz und so manches sinistre Monster lauert hier unten auf des unbedachten Heldenende. Und bevor ich jetzt weiter quatsche, hätte ich gerne ein wenig Licht in der Angelegenheit. Und ich höre hier übrigens sehr nah dran irgendwo einen Skelettomaten.